ihr seht, ich sitze schon im Auto und ich fahre jetzt mit euch raus aufs Land zum Stall. Und wir haben Glück, es ist gerade kein Regen und kein Schnee, aber trotz irgendwie nicht ganz so warm. Aber das macht nichts, frische Luft hat noch keinem geschadet. Also, los geht's. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Schön kühl. Jedenfalls habe ich Elding gerade vom Paddock geholt und jetzt putze ich sie erstmal ausgiebig. Das genießt sie auch total und bleibt ganz lieb stehen. Putzen findet sie generell total gut. Und dann steht heute Longentraining auf dem Programm. Ich mache ja generell ganz viel Bodenarbeit auch mit ihr. Und an der Longe braucht sie noch so ein bisschen Unterstützung. Auf der einen Hand geht sie nämlich total gut an der Longe und macht das so ganz routiniert. Und auf der anderen Seite mag sie das gar nicht. Da ist sie immer sehr irritiert und es klappt ehrlich gesagt noch nicht so gut. Aber wir tasten uns da langsam vor, weil wir haben ganz viel Zeit. Sie ist manchmal noch an der Longe sehr verunsichert und weiß manchmal nicht, was sie machen soll. Und ich übe mit ihr zurzeit halt auf beiden Seiten an der Longe ganz gelassen und ruhig im Schritt zu gehen. Das ist hier und da doch eine Herausforderung. Gerade am frühen Morgen, wenn ich oft am Stall bin, werden hier auch die Pferde rausgelassen und es galoppiert mal ein Pferd über die Koppel oder die Pferde spielen einfach so ein bisschen manchmal. Und dann ist sie doch immer manchmal schnell nicht mehr bei der Sache. Das ist ja ganz normal auch bei einem jungen Pferd. Und das üben wir zurzeit, aber wir sind auch echt schon besser geworden. Versuche ich immer abwechslungsreich für sie zu gestalten. Vor dem Longieren mache ich ganz oft noch so andere Führübungen. Dann kann sie sich so ein bisschen an den Platz gewöhnen und wir können wieder so ein bisschen warm werden. Und das Schöne daran ist auch, dass ich sofort erkennen kann, auch wie sie drauf ist. Denn genau wie beim Menschen sind die Pferde jeden Tag unterschiedlich drauf. Mal sind sie sehr lernwillig und machen alles ganz toll und hören gut zu. Und manchmal ist aber auch das Gegenteil der Fall. Und auch ganz wichtig ist mir immer wieder mal die Basics abzurufen, wie ganz normales Führen, Anhalten, Antreten und einfache Richtungswechsel. Das sollte einfach auf Dauer gut funktionieren. Und ich finde auch, dass sich die Bodenarbeit total ausgezahlt hat. Ganz am Anfang bin ich sehr recht wenig geritten und habe mehr Bodenarbeit gemacht. Und das ist jetzt gerade im Gelände für uns total hilfreich, dass ich sie eben auch von unten total unter Kontrolle habe und sie gut einschätzen kann. Also egal, was ich mache, ob ich auf dem Pferd sitze oder eben sie führen muss. Beide Situationen sind für uns völlig normal. Und somit kann ich im Gelände und auf dem Platz mit ihr total gut arbeiten, weil wir uns einfach beide jetzt ein bisschen besser kennen. Ich habe daraus gelernt, dass sich Bodenarbeit total bezahlt macht, gerade wenn man ein sehr junges Pferd hat oder auch ein Pferd, was vielleicht nicht so gut Vertrauen aufbaut oder auch sehr ängstlich ist. Also mir hat das total geholfen und das zahlt sich jetzt schon so ein bisschen aus. Und meine Pferdetrainerin, die Silvia, die hilft mir auch ganz toll dabei, mein Pferd einfach viel besser zu verstehen. Generell verstehe ich was von Pferden, würde ich sagen, aber durch meine Pferdetrainerin bekomme ich auf die ganze Sache oft einen anderen Blick. Weil man vergisst immer schnell, dass Reiten generell dem Pferd viel abverlangt. Egal, ob man ausreitet oder ob man auf dem Platz reitet oder im Gelände rumführt oder auch Longenarbeit macht. Für das Pferd ist das in erster Linie nicht selbstverständlich und schon gar nicht für ein Jungpferd. Und deswegen mache ich generell immer auch ganz gerne Pause zwischendurch, dass sie einfach Zeit hat, das Gelernte aufzunehmen und einfach wieder einen Gang runterzuschalten, sich auszuruhen. Und was ist da schöner als Zuneigung? Ich kraue sie zwischendurch immer hin und wieder gerne an ihren Lieblingsstellen und zeige ihr auch so, dass sie das gut gemacht hat und dass ich auf ihrer Seite bin und dass sie mir vertrauen kann. Und dann kann es nach einer kurzen Pause auch wieder motiviert weitergehen. Das ist auch wunderbar, denn es gibt für uns noch viel zu lernen. Und natürlich gibt es nach der Arbeit auch einen leckeren Snack. Aber jetzt möchte ich euch erstmal kurz meinen Schrank zeigen. Hier ist es relativ dunkel im Stall. Ich habe schon Licht an. Also ich habe einen ganz normalen Metallschrank, wo meine Trense und mein Halfter da drin hängt und wo alle meine Sachen untergebracht sind.
Da oben seht ihr eine Schüssel, womit ich sie füttere. Und ich habe hier einen ganz normalen hannoverschen Trensenzaum und ein ganz normales Nylonhalfter. Und natürlich auch ein Reithelm. Mein Reithelm ist schon ein bisschen älter. Ich sollte mir bei Gelegenheit mal einen neuen kaufen. Aber in letzter Zeit waren viele Anschaffungen, deswegen muss das noch etwas warten. Und hier drin soll in Zukunft meine kleine Stallapotheke sein. Die ist jetzt noch leer. Und dann habe ich noch einen Kappzaun in meinem Schrank. Zum Longieren ist das ideal. Und ich habe euch mal meinen Sattel ans Tageslicht geholt. Zurzeit reite ich mit diesem hier. Das wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich nochmal ändern. Aber das dauert jetzt noch ein bisschen. Momentan arbeite ich mit diesem hier. Und eure Fragen werden irgendwie nicht weniger. Das finde ich super. Und jetzt beantworte ich wieder ein paar von ihnen. Lisa hat mir geschrieben, sie will unbedingt wissen, ob ich schon mal vom Pferd gefallen bin. Weil sie hatte schon einmal auch einen Reitunfall, wo sie auch im Krankenhaus lag wohl mehrere Wochen, weil sich das Bein gebrochen hatte. Und das hat sie in nicht so guter Erinnerung. Trotzdem reitet sie nach 10 Jahren Reitpause wieder. Und sie wollte wissen, ob ich auch schon mal vom Pferd gefallen bin und ob ich mir dabei was getan habe. Ja, natürlich bin ich auch schon mal vom Pferd gefallen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht genau, wie häufig, aber ich schätze mal, ich bin schon bestimmt so 10-12 Mal vom Pferd gefallen. In den letzten Jahren bin ich nicht mehr vom Pferd gefallen, aber als ich noch Kind und Jugendliche war und eine junge Erwachsene und die Qualität des Runterfallens war auch immer sehr unterschiedlich. Einmal bin ich im Gelände vom Pferd gerutscht, weil ich irgendwas anderes gemacht habe und ich bin einfach vom Pferd gerutscht und ziemlich blöd runtergefallen. Mein Pferd ist 3 Schritte weitergelaufen und hat dann gegrast und ich bin dann wieder hinterher und bin dann wieder aufgestiegen. Früher, als ich angefangen habe zu reiten, bin ich ein Pony geritten, und zwar ein deutsches Reitpony. Und das hatte überhaupt keinen Sattel. Das war ganz, ganz schmal gebaut und man hatte wirklich damals Probleme, einen Sattel für dieses Pferd zu bekommen. Und somit bin ich das Pferd ganz oft ohne Sattel geritten, weil es ungefähr 3 Jahre gar keinen Sattel hatte, bis wir einen gefunden haben, der gepasst hat. Und so einen richtig heftigen Sturz hatte ich auch mal. Da ist mein Pony damals in ein Hasenloch getreten. Wir hatten so eine große Wiese und da sind wir auch immer rüber galoppiert. Und normalerweise haben wir das an einer bestimmten Stelle gemacht, wo es einfach auch abgemäht war und wo man ganz gut reiten konnte. Aber mein Pferd wollte mal woanders lang und hat sich da nicht so die Zeit genommen und ist ziemlich schnell gerannt und ist dann auch gestolpert und ich bin einfach vorne rüber geknallt und zum Glück ist mir überhaupt nichts passiert, weil das Gras war halt weich und das Pferd hat sich relativ doll erschrocken, ist erstmal weitergelaufen und hat sich dann aber auch beruhigt und hat sich dann entschlossen zu entspannen und sich auch aufs Gras zu stürzen. Einmal, da kann ich mich auch noch ganz gut erinnern, mein Pferd war tierisch nervös, das war auch, da war ich ungefähr 14 oder so und ich hätte wahrscheinlich gar nicht mit dem Pferd ins Gelände gehen sollen oder dürfen, ich weiß es nicht, bin trotzdem mit einer größeren Gruppe ausgeritten, obwohl sich relativ früh rauskristallisiert hat, dass das Pferd irgendwie mega nervös war und das war eh so ein ganz schönes Kaliber und ich wollte aber unbedingt mitreiten, weil ich hatte mich so auf den Ausritt gefreut und ich hatte mir gedacht, es legt sich bestimmt vielleicht nach so ein paar Kilometern, dass das Pferd so, ja, so völlig hippelig war und der hat sich mehrfach erschrocken und ich bin dann auch runtergefallen. Das war aber kein Problem, wieder rauf und es ist nie was Richtiges passiert, wo ich ins Krankenhaus musste oder wo ich gesagt habe, okay, jetzt fühle ich mich nicht mehr gut oder wo ich nicht mehr aufstehen konnte. Da bin ich auch sehr froh drüber und das möchte ich auch nicht erleben. Aber ich kenne auch Reiterinnen, die sind schon, ja, heftig vom Pferd gefallen, gerade auch auf Turnieren, gerade wenn man im Springsport unterwegs ist. Eine Bekannte von mir ist einmal auf einem Turnier wirklich doll gestürzt, ist mit ihrem Pferd ins Hindernis rein und das Pferd hing dann auch irgendwie fest und sie ist relativ doll auch mit dem Kopf gegen diese Stange geknallt. Zum Glück Helm getragen, wunderbar, nichts Schlimmes passiert, aber wohl eine Stauchung und so eine Art Schleudertrauma und da hatte sie auch was von. Und ich weiß auch noch ganz genau, dass es für sie sehr problematisch war, wieder aufs Pferd zu steigen. Also sie hat sich da mit ihrem Pferd dann in Reittherapie begeben, um ganz langsam wieder das Vertrauen aufzubauen. Und René hat mir auch eine Nachricht über Facebook geschrieben und hat 4 Islandpferde. Und er wohnt in Bayern. Liebe Grüße nach Bayern aus dem Norden. Und er hat mir geschrieben, ob ich vielleicht früher oder später eine Reitbeteiligung oder eine Pflegebeteiligung haben möchte. Weil er meinte, Mensch, mit 3 Kids
und irgendwie Job und irgendwie ist doch alles auch ganz schön viel. Und er hat mir berichtet, dass er für 2 Pferde eine Reitbeteiligung und eine Pflegebeteiligung hat und dass das total gut klappt und dass er mit seinen Mädels, die sich um seine Pferde kümmern, richtig, richtig happy ist und dass er da auch viel Glück gehabt hat. Also zurzeit ist das nicht geplant. Ich möchte mein Pferd erstmal selber reiten. Wir haben uns ja gerade praktisch in die gemeinsame Ausbildung begeben und ich finde, gerade wenn ein Pferd jung ist, ist es auch erstmal einfacher für das Pferd, wenn es einen regelmäßigen Reiter hat. Natürlich muss das Pferd sich auch auf mehrere Reiter einstellen können, das finde ich auch wichtig. Genauso ist es so, ein guter Reiter muss sich auch auf andere Pferde einstellen können. Und ich reite hin und wieder auch mal andere Pferde, aber nicht regelmäßig, nur mal zwischendurch, weil ich das auch gut finde. Ich war ja auch vor ein paar Wochen in der Lüneburger Heide und habe einen Kurzreiterurlaub, so ein verlängertes Wochenende gemacht. Und da habe ich zum Beispiel mein Pferd auch nicht mitgenommen und bin ein völlig anderes Pferd geritten, was ich überhaupt nicht kannte. Und da habe ich ja irgendwie wieder super viel gelernt. Und es zeigt immer wieder, dass Islandpferde so unterschiedlich sind und dass Pferde generell unterschiedlich sind. Und dieses Pferd, was ich da geritten bin, hatte ordentlich Power und ich habe total viel gelernt. Und das finde ich immer sehr lehrreich. Aber jetzt erstmal keine Reitbeteiligung, keine Pflegebeteiligung für mein Pferd, das in Zukunft sein wird. Aber jetzt erstmal in naher Zukunft schließe ich eine Reitbeteiligung oder eine Pflegebeteiligung aus. Und Marie hat mein letztes FMA gesehen und sie hat gesagt, sie hat gesehen, dass mein Pferd gar nicht geschoren ist. Wie mache ich das mit dem Reiten, wenn das Pferd stark schwitzt? Und sie fragt mich, wie ich das handhabe, weil ihr Norweger-Mix, der schwitzt wohl sehr stark, gerade in der Halle, wenn er geritten wird, auch im Winter ordentlich. Und sie hat ihn zum Teil geschoren. Ja, mein Pferd hat auch ein relativ dickes Fell und sie ist zurzeit nicht geschoren. Sie steht unheimlich viel draußen, also sie steht 24 Stunden draußen und zurzeit sehe ich da keinen Bedarf praktisch. Ich merke schon, dass sie schon sehr schnell schwitzt, gerade wenn wir ausreiten oder gerade wenn ich sie länger... Gerade wenn wir ausreiten oder wenn ich sie länger arbeite, schwitzt sie natürlich, aber ich achte dann wirklich darauf, dass ich sie gut abreite. Ich teile mir die Zeit dann auch so ein, dass ich nach dem Reiten, wenn ich wirklich weiß, heute will ich länger reiten oder heute will ich viel reiten und heute will ich sie so ein bisschen fordern, dann nehme ich mir hinterher auch die Zeit, sie wirklich lange, lange im Schritt zu reiten. Und wenn so ein Islandpferd mit richtigem Winterfell einmal durchgeschwitzt ist, dann kriegt man das auch nicht so ganz schnell wieder trocken. Und ich mache es dann immer so, dass ich sie wirklich eine halbe Stunde im Schritt noch abreite und dass das Fell schon so ein bisschen angetrocknet. Und dann lasse ich sie meistens noch auf dem Reitplatz sich wälzen. Und dann packe ich eine Abschwitzdecke drauf und dann kommt sie je nach Außentemperatur für 2 Stunden lang in die Box, bis sie so ein bisschen getrocknet ist. Dann kommt die Decke ab und sie kommt wieder raus auf ihr Paddock oder sogar auch auf die Weide. Und wenn es jetzt sehr klirrend kalt ist, das hatten wir jetzt auch schon mal, wo wir hier so minus 7, 8 Grad am Stall hatten, dann stelle ich mich mit meiner Reitweise auch aufs Pferd drauf ein. Dann arbeite ich sie so, dass sie nicht so durchgeschwitzt ist, dass sie gut erwärmt ist oder leicht angeschwitzt ist. Dann wird sie trocken geruppelt und dann ist das auch bisher kein Problem. So, der Tür ist wieder erfrischt. Ich habe jede Menge frische Luft geschnappt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und nicht vergessen, lasst mir unbedingt einen Daumen hoch da. Und schreibt mir mal in die Kommentare, falls ihr auch reitet oder falls ihr auch ein Pferd habt oder eine Reitbeteiligung oder eine Pflegebeteiligung oder was auch immer. Schreibt mir mal runter in die Kommentare, was ihr zurzeit mit eurem Pferd gerade macht oder gerade übt oder was euch gerade besonders viel Spaß bringt. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare. Und wer jetzt noch mehr Stall-FMAs sehen möchte, ich habe euch hier das letzte an der Seite verlinkt, aber schaut auch nochmal in die Infobox. Dort habe ich dir eine kleine Playlist zusammengestellt. Ich wünsche euch jetzt einen ganz, ganz tollen Tag und ich fahre jetzt zurück nach Hause und werde mich in die Hausarbeit stürzen. Yeah. Vielleicht auch noch irgendwie einen Film schneiden oder so. Auf jeden Fall geht es jetzt ab nach Hause. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis ganz bald und tschüss.